Glöckchen, die es ja hoffentlich hier irgendwo gibt. So, ich hoffe auch mal, dass ich davon nicht zu viele setze hier im Allgemeinen. So. Weil das kostet natürlich alles Geld und das ist dann auf Dauer irgendwann doof. Kann da ruhig noch einer hin? Alter, diese Musik. Diese Musik von diesem Vieh, das geht mir echt langsam auf die Ketten. Das kann doch echt nicht sein. Das ist doch. So, haben wir jetzt hier. Ja, die ganze Stadt dürfte jubeln. So, weißt du was? Kann man das hier irgendwie speichern? Spiel gespeichert. Und jetzt gehen wir mal zurück ins Hauptmenü. Es kann doch nicht sein, dass da dieses blöde Vieh die ganze Zeit rumnervt. Das müsste schon längst weg sein. Wir gehen nochmal in das Playtown und guck mal. Ich hoffe, der hat das Vieh nicht mitgespeichert. Ich hoffe, der hat es nicht mitgespeichert. Ich hoffe es. Diese Musik, die geht ja mir echt auf den Sack. Es ist immer noch da. Weißt du was? Dann muss man doch irgendwas bei den Audios einstellen. Ach, es geht ja nur insgesamt. Na, wie nett. Das ist ja richtig nervig. So, halt mal, vielleicht speichern müssen wir. So. Das gibt's doch nicht. So, hier gehen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Gas. So, wie sieht's denn mit unserer Spielhalle aus? Genau, wir machen schön drin. Das ist auf jeden Fall immer gut. Das ist natürlich in der Nähe der Schule. Das gehört sich so. Da gibt es jetzt ein kleines Stauproblem, so im Großen und Ganzen. Es war zu befürchten. Ach, verdammt. Ja, die Straßen nehmen jetzt extrem überhand. Im Großen und Ganzen mit irgendwelchen Leuten. Das ist gut, finde ich auf jeden Fall, dass das hier nicht im Zentrum der Ausfahrten so ist. Aber natürlich an allen anderen Ecken. Ist doch echt verdammt. Das ist doch absolut nicht fair. Nö, das ist doch absolut unfair. Das kann doch nicht sein. Wir haben Kreisverkehr eigentlich eingeführt in so Übermaßen, damit genau das nicht passiert. Und wir sehen ja auch beim Kreisverkehr an sich, es passiert ja kaum. Es passiert ja nur an diesen doofen Kreuzungen. Pass auf, wir machen uns mal. Wir reißen jetzt mal diese Stelle hier ab. Was? Nein? So. So. Wir reißen jetzt doch mal diese Stelle ab. Ja, mach die Bibliothek platt. So, dann kümmern wir uns bloß das Haus hier. Und dann sehen wir mal zu, dass wir die Straße anders angebunden kriegen. So, was? Nein, nein. Okay. So, dann haben wir schon mal eine Kreuzung weniger. Hier ist sowieso eine Kreuzung. Da oben sind zwei zu nah. So viel steht fest. Die kriegen wir aber so nicht behoben. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. So, zeig mal an hier jetzt. Ja, ist natürlich schon ganz schön.
doof. Aber wir können dann natürlich... Wisst ihr was? Wir können ja auch mal gucken hier. Nein, können wir nicht. So, was... was 18 von angemeldete Sims in die Schule? Ihr faulen Leute, geht in die Schule. Das gibt's ja nicht. So. Ja, Arbeitsmangel, die wollen natürlich alle dazu ziehen. Pass mal auf, dann machen wir. Wir sind jetzt schon etwas größer. Wir sagen mal. Hier komm. Du kannst jetzt hier an diesem Rand, baust du jetzt halt das Ding da auf. Und von hier aus noch ein zweites und. Ist was? Ja, wir bleiben erstmal bei zweite Klassenteile. Sollte auf jeden Fall ausreichen. So. Ich hoffe, das war jetzt auch nicht zu schnell im Wachstum. Wasser haben wir eigentlich, Polizei haben wir eigentlich auch, Krankenwagen haben wir auch, Spielothek haben wir. Schulen sind langsam am... Oh, das gibt's doch nicht. Das ist echt ein bisschen heftig. Es sind langsam zu viele Kreuzungen hier überall. Das darf eigentlich nicht sein. Wenn die selbst da oben sich schon staunen. Und das sind kaum Kreuzungen, das sind gerade mal nur drei. Ja, das ist schon reichlich mies, muss ich mal so feststellen. Sag mal, hampelst du da immer noch rum? Kannst du nicht einfach mal gehen? Bitte? Das ist echt, ja. So, und auch die Zahl nimmt irgendwie gar nicht ab, habe ich das dumpfe Gefühl. Was ist mit dir los? Stimmt, Busse. Weißt du was, werden wir da hinbauen. Zum Glück ist diese Musik überhaupt nicht nervig von dem Vieh. Und zum Glück nimmt das überhaupt nicht mehr ab. Dieser Mod macht so viel kaputt. Er ist eine minimale Hilfe, aber wenn die Hilfe heißt, alles andere versinkt im Chaos, ist das einfach nur noch Bullshit. Wollte ich mal so gesagt haben. So, hierhin. Hierhin. So, wir bauen jetzt hier einfach mal überall so ein bisschen was hin. Es kostet nämlich alles Geld und Geld ist kostbar und hat nicht jeder und ich schon gar nicht so viel. Deswegen hier schön ein bisschen, nicht überall. Ja, zur Polizei muss man ja sicher auch mal, kann man auch da mal was hinstellen. So, komm und hier. Ah gut, ihr dürft auch. So. Und des Weiteren haben wir hier auch noch so eine Parkplätze. So was. Ah, da würde überhaupt nichts passieren. Das sind auch so eine Haltestellen quasi für die Busse. Und Touristen können dann zum Beispiel ihre Autos abstellen. Dann sag ich mal. Hier kommen Touristen, fühlt euch wie zu Hause. Hier habt ihr. So. Inwiefern das jetzt was bringt, ich habe keine Ahnung. Jetzt geht's hier nämlich los. Alter Falter, hier fehlt jetzt auf einmal alles. Aber das sollte ja schon machbar sein. Irgendwie, das kriegen wir hin. Wir haben schon ganz andere Sachen hinbekommen. Das sollte uns das hier nicht aufhalten. So, und jetzt, das ist übrigens das letzte Windkraftwerk, was ich aufbauen werde. Danach werde ich einfach nur noch, wie sagt man dazu, Solarzellen aufbauen. Also ein Solarkraftwerk. Es nimmt zwar auch viel Platz weg, aber nicht so viel wie das hier, ganz ehrlich. Zu wenig Simoleons, klasse! So. Ach, das ist
ist doch alles verdammt. Okay, wir haben zumindest ein bisschen Strom im Überschuss, aber das kann ganz schnell wieder absinken, wie wir hier sehen. Warte, wie viel haben wir, wie viel brauchen wir? Kapazität. Okay, wenn nötig, wir haben wirklich nur minimal über. Na, verdammt. Hatten wir schon lange nicht mehr. Wir werden nochmal schön die Steuern hochpumpen. Wir müssen uns jetzt hier leider so ein kleines Startkapital aufbauen. Was soll's, Startkin. So, dann mach mal hin hier. 36 haben wir. Einmal mach mal hier noch die 38. Wunderbar. Und dann schnell wieder runter. Das kann doch nicht so schwer sein hier. Mein Gott. So, ich bin auch schon am Überlegen, ob wir das Let's Play nicht einfach wieder einstellen, nach so wenigen Folgen. Ihr seht ja, die Monstermusik geht einem voll auf den Piss. Ich dachte bis jetzt eigentlich nur, wenn man diese Region vergrößert mit diesem Mod, dass sich die Grafik verschiebt. Also was jetzt die Wasseranzeige angeht, was die Bodenverschmutzung angeht und so weiter und so fort. Also sowas halt. Aber wenn das Monster hier jetzt permanent bleibt, oder scheinbar nur permanent bleibt, und aber sowas von auf die Nerven geht, muss ich damit rechnen, dass hier dann auch unendlich lange Zombies durch die Gegend wandeln, wenn die denn mal kommen. Dass hier unendlich lange die UFOs durch die Welt fliegen. Und all so eine Sachen. Und das kann einfach nicht gesund sein auf Dauer. Das will ich so gar nicht hinnehmen. Und wenn ich das ohne Mods spielen würde, wäre die Stadt viel zu klein. Wir könnten es zwar machen, aber es würde sich nicht lohnen. Hier ist ja jetzt schon der Verkehr völlig am Boden zerstört. Und wir gehen ja schon ein bisschen in Region hier. Hier gehen wir ja schon in eine Region, die wir so gar nicht nutzen könnten. Das ist echt ein bisschen zu viel des Guten. Ich weiß nicht, wie man das stemmen soll. Wir können die Straßen nicht unendlich weit ausbauen, wenn wir normal spielen. Geschweige denn andere Sachen tun. Die Müllheide und sowas alles können wir hier alles schön in eine andere Region auslagern. Ist schön und gut, aber wir haben diese Möglichkeit nicht, wenn wir normal spielen. Da haben wir, glaube ich, vielleicht kann ich das ja mal irgendwie zeigen. Also, wenn wir uns die Stadt jetzt mal angucken, so wie sie jetzt ist, die wäre quasi schon fast voll. Also ich glaube, also hier den Anfang der Straße, den könnten wir gar nicht nutzen. Ne? Wir könnten quasi ganz normal hier anfangen zu bauen. Und wir würden quasi nur bis hier hinkommen, also maximal bis zur Schiene. Halt. Da wäre Ende im Gelände. Und hier hat er ja schon angezeigt, wir brauchen regionale Sachen. Das heißt, dann würde es quasi nur noch bis da gehen. Also hier, mal hier und dann vielleicht noch da. Und dann wäre die Stadt schon wieder zu. Da haben wir hier noch keine Müllheiden, wir haben hier noch gar nichts. Ja, das können wir einfach so nicht machen. Allerdings kommen wir hier auch mit dem, was wir gerade haben, nicht so wirklich klar. Und dennoch diese Bugs dazu ausgelöst von den Mods, das ist einfach alles unsexy. Das ist, es macht keinen Sinn und diese Musik von diesem Monster, die macht einen fertig. Die macht einen richtig, weil man die ganze Zeit denkt, ja, was ist denn jetzt? Und es ist eigentlich gar nichts, es ist einfach nur, irgendwo hat sich das aufgehangen. Und es ist einfach nur zum
So, wir gucken uns das mal an hier. Im Lohbereich wollt ihr noch Häuser haben, sollt ihr kriegen. Die Frage ist nur, für wie lange, weil ich überlege jetzt gerade echt, ob wir es nicht einfach sein lassen, weil es geht wirklich nicht anders, scheinbar. Normal ist SimCity nicht zu spielen, mit Mods scheinbar auch nicht. Es ist einfach mal alles ein bisschen bekloppt. So, dann wollen wir hier mal noch ein bisschen. Obwohl, brauchen wir scheinbar gar nicht. Eigentlich ja schon, wenn Einwohner da sind, brauchen die natürlich auch Shops, aber scheinbar ist hier alles im grünen Bereich. Dann kann man hier höchstens nochmal sagen: Was willst du, Haltestellen ohne Anbindung? Was? Nein. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wo soll denn das bitteschön sein? Die haben alle eine Anbindung. Aber sowas von. Hä? Besoffen? Besoffen? Jetzt kommt mal wieder klar. So. Und das meine ich, jetzt zeigt mir Probleme an. Okay, jetzt nicht mehr. Die eigentlich gar nicht da sind. Aber was willst du jetzt hier? Hä? Warum hast du jetzt... Naja... Also, ganz ehrlich, das... ist doch alles gerade echt nicht wahr. Hallo, so, so... Zu wenig Simonium. Freut mich für dich. Das ist ja... Da kriegt man den richtigen Knall bei dem Vieh. Vor allem ist es auch grafisch gar nicht mehr dargestellt, oder? Das bummert hier irgendwo gegen. Man sieht es nicht, man hört es nur und die Musik natürlich. Keine Ahnung. Das ist, das macht so an sich einfach gar keinen Fun. Also überhaupt nicht. Wenn hier alles mögliche überhaupt nicht hinhaut, dann ist das... Was zum Teufel noch eins? Wo kommt die denn alle her? Der, sie wohl 20.000 am Tag ist schon. Also, hallo Julia. Selbst das ist jetzt mittlerweile richtig am. Dafür haben wir eindeutig kein Geld. So, na gut, dann schrauben wir das hier nochmal hoch. Aber es hat einfach keinen Sinn. Es hat absolut alles überhaupt keinen Sinn mehr hier. So, jetzt, baust du das denn da nicht hin? Ach komm, das ist mir jetzt echt gerade ein bisschen zu. Warte mal, hast du das jetzt nicht gemacht, weil das. Wenn man darauf dann auch noch achten muss, dann. Leck einen doch am Arsch hier, das ist doch absoluter Bullshit. Das Spiel kann Spaß machen, wenn man Interesse daran hat, seine Stadt verrotten zu lassen. Wenn nicht mal mehr Murze helfen können, ganz im Gegenteil, sogar diese noch
anscheinend mehr Probleme verursachen, als man normal schon gebrauchen kann, dann ist dem ganzen Spiel auf keine Art und Weise mehr zu helfen. Das ist echt hoffnungslos. Wir sehen hier das Chaos überall. Man kann quasi nichts machen. Nicht mal mit einer Mod kann man was machen. Das ist der Knarf. Auf jeden Fall. Oh. Auf jeden Fall. Eigentlich können wir es hochlassen. Weil ich habe jetzt zwar nicht viele Folgen gemacht, aber SimCity ist einfach nicht das Richtige zum Let's Playen. Da kann man mir sagen, was man will. Auch Mods helfen einen Scheißdreck und machen sogar alles noch schlimmer, obwohl sie ja eigentlich eine Hilfe sein sollen. Ja, was soll man da noch groß zu sagen? Ich bedanke mich fürs Zuschauen von diesem Let's Play und werde die ganze Sache hier jetzt endgültig mit SimCity beenden. Und ja, dann sag ich mal ciao, bis zu einem neuen, anderen Let's Play.